Herzlich willkommen, meine lieben Krebse. Ja, heute wollen wir mal in die kommenden 7 Tage lauschen und da ist es total egal, wann ihr dieses Video anschaut, denn diese Videos sind immer zeitlos. Dann, wenn dich die Botschaft erreichen soll, wenn du auf dieses Video stoßt, beginnen die 7 Tage für dich zu laufen. Wir werden, wie immer, einmal einen Blick in dein Herz, deine Seele werfen. Dann werden wir mit den Lenormand-Karten 5 Hauptenergien erfragen und diese mit dem Celtic-Tarot ganz genau anschauen. Und andere Orakelkarten kommen bei mir, wie immer, auch zum Einsatz. Wenn die Dame fällt im Tarot oder im Lenormand, ist das eure Energie. Und wenn der Herr fällt, dann ist es ein mögliches Gegenüber. Und dabei ist es auch egal, ob ihr als Mann oder als Frau zuschaut. Gut, dann lasst uns loslegen. Was möchte euer Herz, eure Seele euch für die kommenden 7 Tage erzählen? Was ist wichtig für euch? Worauf sollt ihr achten? Vielleicht müsst ihr auch etwas loslassen. Ups, da ist eine davon geflogen, sogar 2. Na komm her. Eieiei. Angepasstheit ist der innere Tod. Lebe authentisch und mutig. Ja, wir Krebslein haben ja so, na wie soll ich sagen, die Eigenschaft, dass wir Harmonie lieben. Ja? Teilweise sogar um jeden Preis. Wir möchten unser Umfeld glücklich machen, sind für die Familie da, opfern uns teilweise ziemlich auf, um andere glücklich zu machen, dass die zufrieden sind, was uns ja wiederum auch glücklich macht, bis zu einem gewissen Punkt. Ihr seht bei beiden Frauen, sie schauen beide auf den Boden und der Blick nach unten ist nie der richtige. Der Blick nach vorne, nach oben, das Haupt gerade und nicht gesenkt. So sollten wir durch unser Leben gehen. Angepasstheit ist der innere Tod. So, jetzt sagt euer Herz euch, wo bist du denn angepasst? Wo verbiegst du dich eventuell? Da gibt es einen kleinen schwarzen Punkt in deiner Seele, der dich nicht in Ruhe lässt, weil du etwas nicht so lebst, wie du es dir vorgestellt hast oder wie du es gerne würdest. Da sagt dir dein Herz, es ist Zeit, mutig zu sein. Es ist Zeit für dich, für deine Träume einzustehen. Wenn du das nicht machst, wird dieser kleine schwarze Punkt immer und immer größer und du immer trauriger, hoffnungsloser und vielleicht sogar mürrisch. Es ist Zeit für eine Veränderung. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidung vor dir her. Seht ihr, wie die Karten zusammenpassen? Da gibt es bei vielen etwas, das sie schon viel zu lange vor sich hergeschoben haben. Vielleicht aus Rücksichtnahme, vielleicht von dem Gefühl geleitet, Verantwortung zu haben, etwas nicht zu können. Vielleicht auch ein bisschen Angst vor der Veränderung, weil Veränderung ist nicht einfach. Also die Aufforderung hier ganz, ganz klar. Wo lebst du nicht dein Leben? Geh es an. Es ist Zeit, es anzugehen. Du bist auf die Welt gekommen, dein Leben zu leben, nicht das Leben anderer. Im Einklang mit dem Umfeld, aber nicht für andere. Und das ist ein Riesenunterschied, den ich auch habe, ja, lernen müssen. Wir schauen jetzt mit den Lenormand-Karten in 5 Hauptüberschriften und die Karte in der Mitte ist so, ja, der Leitfaden, das Thema, um was es in den kommenden 7 Tagen geht. Eine noch rechts, bitte. Und ihr seht heute in der Woche andere Karten, bis auf das Seelenorakel, weil das ja immer der Blick in euch ist. So, eine Karte noch für rechts, bitte. Dankeschön. Der Ring, der Mond, die Lilien, der Baum
und der Schlüssel. Ich kann euch schon mal sagen, das sind wunderschöne Karten. Der Ring. Die Beziehung, die Dinge laufen rund oder ein Vertrag. Ihr lauscht jeder bitte in euch hinein, was euer Thema gerade ist. Manche schauen auf einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag, einen Kaufvertrag, man möchte eine neue Wohnung haben, egal was. Andere schauen auf die Beziehung. Die Hauptenergie, die Lilien, ist die starke Anziehung. Ja? Du fühlst dich sehr stark zu einem Thema hingezogen. Das kann die neue Arbeitsstelle sein, aber wie gesagt auch die Beziehung. Du kannst aber nicht authentisch sein, dich nicht so geben oder das Thema so angeben, wie du es möchtest. Das sagt ja hier dein Herz. Während der Mut gefragt ist, denn die Lilien zeigen eine sehr starke Verbindung, eine sehr starke Anziehungskraft und die Schönheit, die du in deinem Projekt siehst. Der Ring, wie gesagt, der Vertrag oder die Beziehung spiegeln sich in den Schlüssel. Der Schlüssel öffnet etwas, lässt einen weitergehen, eine Entscheidung treffen, eine neue Türe öffnen. Der Mond, eure Träume, eure Sehnsüchte, eure Wünsche, aber auch eure Ängste. Und es ist schön, dass es hier auf dieser Seite liegt. Denn ihr seid angepasst, was das Thema Beziehung, Vertrag und eure Träume betrifft. Auf der Seite, wo ihr mutig sein sollt, wo ihr etwas verändern sollt, ist der Baum gefallen. Und der Baum sagt Wachstum, Stabilität und Wachstum voraus, auch einen neuen Lebensabschnitt. Der Baum ist so der Lebensbaum. Wenn du die Veränderung einläutest, wird dein Thema ins Wachstum gehen. Du kommst in die Stabilität. Der Schlüssel sagt, geh es an. Nimm den Schlüssel in die Hand, schließ die Tür auf und blick in den nächsten Raum. Du brauchst keine Angst zu haben. Denn hier wird dir Stabilität und Wachstum gesagt. Und wenn der Mond fällt, dann möchte ich immer die kleinen Meerjungfrauen fragen, was hat das denn so mit euren Träumen, Wünschen und Sehnsüchten auf sich? Da hätte ich gerne, Dankeschön, eine Karte dazu. Das Geschenk. Geschenk, Schatz, Offenbarung des eigenen Wertes. Lebe im Jetzt. Ist das nicht Wahnsinn? Das Geschenk des eigenen Wertes, du sollst aufhören, angepasst zu sein. Du sollst deinen Traum, deinen Weg angehen. Es ist ein Geschenk, was auf dich zukommt. Du bist ein Geschenk. Gut, jetzt blicken wir einmal mit dem Celtic-Tarot. Mit dem Celtic-Tarot auf jede einzelne Energie und schauen mal, was der Ring euch zu sagen hat. Welche Geschichte, welche Botschaft steckt hinter dem Ring? Da hätte ich gerne drei Karten, drei Energien. Die hat sich quergestellt. So. Die 7 der Kelche. Der King, also der König der Stäbe. Und die 10 der Münzen. Die 7 der Kelche sagt euch, ich lege euch die Karte mal hin, damit ihr sie besser sehen kann, sofern meine Kamera sich mal scharf stellt. Die 7 der Kelche sagt euch, wenn du etwas möchtest, was diese Beziehung betrifft, es geht ja bei den Kelchen um die Liebe, musst du kämpfen. Du siehst, der Drache bewacht hier die 7 der Kelche. Es ist nicht unmöglich, dorthin zu kommen. Aber du musst mutig sein. Wenn du das wirklich möchtest,
dann hast du deine Angepasstheit aufzugeben, den Schritt zu wagen, dem Drachen hier die Kelche zu klauen, denn sie stehen dir zu. Kelche ist die Liebe. Kann auch die Liebe zu deinem Projekt sein, wenn du nicht auf ein Gegenüber schaust. Aber dazu hast du mutig zu sein. Wenn du hier weiter stehen bleibst, kommst du keinen Schritt voran, weil der Drache, der schenkt sie dir nicht. Der sagt, hol sie dir, wenn du möchtest. Der König der Stäbe, sehr schöne Energie. Der König, wie gesagt, ich habe gesagt, die Herrin ist das Gegenüber. Wenn du auf ein Gegenüber schaust, dann ist der bereit, mit dir den Weg zu gehen. Der König der Stäbe ruht in sich. Der hat seinen Weg erkannt. Der ist mutig und wie du siehst, er ist so, ja, ein Teil des Baums. Das heißt, er ist standhaft in dem, was er macht. Er ist nicht wackelig wie ein Prinz. Nein, der weiß, wenn wir diesen Weg gehen, dann steht er voll hinter dir. Na, guck. Die 10 der Münzen. Schaut euch das an. Der arbeitet. Der arbeitet hart, um das zu erreichen, was er möchte. Um dahin zu gelangen, musst du auch hart arbeiten. Und hart arbeiten heißt jetzt nicht, sich überarbeiten. Aber vielleicht musst du an dir arbeiten, dass du aus dieser Angepasstheit rausgehst, dass du den Mut hast, ja, diese Arbeit anzunehmen, dir die Kelche zu holen. Denn dein König ist bereit. Die Frage ist nur, ob du es auch bist. Ob du dafür einstehst. Ob du bereit bist, daran zu arbeiten. Denn so wie es mir aussieht, wenn du auf ein Gegenüber schaust, habt ihr beide aneinander, miteinander zu arbeiten. Aber die Chance liegt ja hier, mit den 7 der Kelche. Und bei den anderen Themen, auf die ihr schaut, ist die Aussage die gleiche. Da kann natürlich sein, dass der König der Stäbe ein Chef ist, ein Vermieter ist, ein Verkäufer ist, ein Kollege, auf das, was ihr schaut, ja, wen ihr im Kopf habt. Aber ohne Mut und bereit zu sein, dafür zu arbeiten, geht da nichts. Kann gut sein, wenn du auf eine Arbeit schaust, brauchst du eine Fortbildung, um da weiterzukommen. Der König der Stäbe gibt dir definitiv die Chance, aber er erwartet auch etwas von dir. Schauen wir auf den Mond. Welche Botschaft steckt hinter dem Mond? Die 10 der Stäbe. Ja, zeige euch die Karte auch noch. Seht ihr, der hat die Augen verbunden und tappt im Dunkeln. Mehr oder weniger versucht er mit jedem Schritt auf eins der Stäbe zu treten, was eine ziemlich wackelige Angelegenheit ist und ja, auch die Gefahr birgt, dass er daneben tappt und dann stürzt er ab. So fühlt ihr euch im Moment auf diesem Weg. Ihr habt keine klare Sicht und keinen klaren Weg im Kopf. Ihr taumelt ein bisschen rechts und links, habt immer Angst, dass ihr abstürzt. Ihr seid nicht in eurer Mitte. Was euren Traum, euer Ziel angeht, seid ihr wankelmütig gerade. Die 9 der Münzen.
Die 9 der Münzen sagt dir, du kannst es erreichen. Da blendet es sehr. Ich weiß nicht, ob man es da besser sieht. Die 9 der Münzen, du kannst an dein Ziel ankommen. In dir ruhen. Ja? Der Weg scheint für dich wackelig zu sein. Du hast noch keinen richtigen Plan. Aber dazu gehört ja der Mut und die Bereitschaft, daran zu arbeiten. Und wenn du den Mut findest, wirst du die Augenbinde abnehmen. Du guckst nicht mehr weg und dann siehst du die Stäbe. Und dann kannst du da drüber gehen. Und dann kommst du zu den 9 der Münzen. Die Möglichkeit, alles zu erreichen. Ja, die 8 der Münzen. Bei euch geht es wirklich darum, eine Veränderung einzuläuten, an dir zu arbeiten, an deinem Weg zu arbeiten, um dahin zu kommen. Du kannst dahin kommen. Das ist hier nicht die Frage. Du siehst, hier haben wir den Schlüssel und du träumst ja sehr davon. Du hast diesen Wunsch wirklich innig in dir. Die 8 der Pentakel wieder. Du siehst, dieser kleine Zwerg hat den Hammer in der Hand und tut Münzlein für Münzlein bearbeiten. Aber das ist nicht so wie hier, wo sie hergestellt werden. Das ist für mich die Karte, ja, ich gebe der Münze noch den richtigen Schliff. Ja? Wir haben hier die 9 der Münzen, da steckt alles drin. Aber du musst den Münzen auch noch so den letzten Glanz geben, die Politur, möchte ich mal sagen. Du kommst dahin, aber es ist ein Weg, es ist eine Aufgabe für dich. Aber wenn du hier verharrst, angepasst, dann wirst du dahin nicht kommen. Das ist Schritt für Schritt hier. Vom Mut der Arbeit, die Augenbinde abnehmen, die Münzen erhalten für das, was ich gemacht habe. Und dann noch so den letzten Schliff zur Erfüllung, ne? Zur Stabilität. Was sagen euch denn die Lilien? Was erzählen euch die Lilien für eine Geschichte, für eine Botschaft für die kommenden 7 Tage? Mit den 8 der Münzen zeigt es auch, du bist geduldig, ja? Du bist geduldig und wie der Krebs es ja möchte, der möchte es ja schön haben, perfekt haben. Harmonie muss da in der Luft liegen und das zeigt so die 8 der Münzen. Der kleine Zwerg, der poliert, schleift besser aus, bis es für ihn perfekt ist. Und da möchtest du hinkommen. Ja, der Ritter der Schwerter, der Page der Schwerter, das Gericht und die Königin der Münzen. Ist das schön? Du siehst hier, der Ritter der Schwerter, dein Gegenüber, ist bereit, den Kampf aufzunehmen. Der reitet hier auf dem Stier, hat das Schwert in der Hand. Schwert sind die Gedanken. Ich habe so das Gefühl, auch dein Gegenüber hat einen inneren Kampf geführt. Ja? Der war sich nicht sicher, wie er wohin kommt, was er will, rechts oder links. Das ist so, der Stier ist unbändig. Ja? In deinem Gegenüber hat ein unglaublicher Kampf stattgefunden, mit sich selbst. Vielleicht Kopf gegen Herz, ja? Zu viele Gedanken, zu viel Power. Möglicherweise hast du ihm auch so viel Energie geliefert. Vielleicht war er überfordert mit der ganzen Situation. Das Schöne ist aber, der Page der Schwerter, der lässt seine Gedanken jetzt frei. Der kämpft nicht mehr. Der kommt ins Fühlen, ins Freilassen, ins Ich lasse jetzt einfach mal los und schaue, was passiert. Der Adler, ist das ein Adler? Ja. Der macht sich auf die Reise.
Der geht in die Lüfte und schaut sich alles an. Und aus diesem inneren Kampf heraus geht dein Gegenüber zum Page, wo sagt, okay, ich höre jetzt auf, ich höre auf mit diesem Hin und Her und Hin und Her. Ich lasse es jetzt mal fließen. Und der Adler zeigt ganz neue Perspektiven auf. Der ist weder im Kampfmodus noch mit zu viel Energie, sondern ganz gechillt gleitet der über die Welt und schaut sich an, was kommt da hoch. Und in die Energie kommt dein Gegenüber. Ja, das Gericht spricht Recht. Hier möchte eine Erfüllung geschehen, sich befreien. Ihr seht, die Frauen hier, die greifen so nach dem Mann auf dem Delfin. Befrei mich, hilf mir, sprich Recht. Und das ist bei euch. Ich habe das Gefühl, du zögerst, hast Angst, weißt nicht wie. Und bei ihm ist der Kopf gegen das Herz. Da ist viel Power, viel, viel Power. Der kommt zwar in die Energie mit dem König der Stäbe, den Weg mit dir zu gehen, aber noch kämpft er mit sich selbst. Das ändert sich. Das Gericht spricht Recht. Und du kommst in die Energie der Königin der Münzen, in die Fülle. Du weißt dann, was du wert bist, und das ist super schön. Die Königin der Münzen ist geerdet. Sie hat ihre innere Fülle erreicht, und das ist für dich so wichtig, denn du bist nicht in der inneren Fülle. Du bist angepasst, und das macht dich traurig. Du bist vielleicht mutlos oder hast Angst, und darum hast du bis jetzt die Veränderung verzögert. Der Baum. Das Wachstum, die Stabilität. Was möchte der Baum euch für eine Geschichte erzählen? Da hätte ich auch gerne, das sind zu viele. 3 Energien, okay, auch 4. Oh Gott, es sollten so viele sein, na gut. Der König der Schwerter. Wir haben vom Ritter der Schwerter zum Page der Schwerter zum König der Schwerter. Oh, wie schön. Die 10 der Kelche. Die 4 der Münzen. Das Ass der Schwerter. Gott, die 10 der Schwerter und die 3 der Stäbe. Heieieiei, bei deinem Gegenüber geht ganz schön was ab. Das Schöne ist aber, der findet wirklich seine Mitte. Der König der Schwerter hat endlich einen Plan. Schwerter Gedanken. Hier sind die Gedanken unkontrolliert, ja? Man kann sagen, wie der Stier in Raserei. Man sieht nicht, wo man hin will. Der König, der ruht jetzt auf sich, denn er hat einen Plan. Er möchte nämlich zu den 10 der Kelche kommen. Und die 10 der Kelche ist die Liebe. Ihr seht, da sitzt ihr jetzt. Die 10 Kelche über euch. Die Liebe tropft nach unten zu euch. Vertrauen, Gefühle, Liebe, alles, was ihr euch denkt. Und da musste euer König erst hinkommen. Ihr seht so hier, dessen Augen waren auch verbunden. Durch die viele Energie, die durch ihn gerast ist, ja. Und dann hat er den Adler kreisen lassen. Die Gedanken ausgeschaltet, möchte ich mal sagen. Und ihr seht hier, da kommt er ins Gefühl. Das sind Blumen, vor denen er kniet. Er kann sie nicht sehen. Aber er kann sie anfassen, er kann sie riechen, er kann sie spüren mit seinem Gefühl. Und das ist der Wandel, der vor ihm liegt, nämlich das Unkontrollierbare, was der Stier hat, freizulassen, und dadurch
kommt dein Gegenüber in die Mitte, ins Gefühl und erkennt, dass es diese Liebe ist, die er leben möchte. Das Ass der Schwerter ist die Chance. Die Chance, dieses Schwert jetzt zu ergreifen, wie bei Merlin, ne? Excalibur. Aber diese Chance ergreift dein Gegenüber, denn mit dem König der Schwerter hat er das Schwert in der Hand. Das war eine ganz schöne Tortur für ihn, das siehst du hier mit den Zehen der Schwerter, das hat ihn ausgelaugt. Diese Situation hat ihn ausgelaugt und darum wollte er da raus, wollte mit den drei der Stäbe zu seinem Traum hin. Ihr seht, da ist ein Reh, aber das ist so geistig, so schemenhaft, nicht wirklich materialisiert, sein Traum vielleicht. Den Kampf nimmt er auf. Der Schlüssel. Was hat der Schlüssel für eine Botschaft? Also bei eurem Gegenüber, in dessen Haut möchte ich nicht stecken. Also wir haben die ganzen Schwerter hier liegen. Das sind viele, viele Gedanken, viele innere Kämpfe zwischen Kopf und Herz und ja, sich gefangen fühlen, müde sein, nicht wissen, wie es weitergeht. Aber das Herz siegt definitiv. Irgendwann ist die Birne mal so ausgelaugt, dass das Herz gehört wird. Oh Gott, auch so viele. Okay. Wir haben den Eremit. Jo, die zwei der Münzen. Die drei der Kelche. Die Königin der Schwerter, der Hierophant und die fünfte Kelche. Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe gesagt, der Schlüssel, der öffnet was, ne? Der Eremit, der sucht seinen Weg. Ihr seht, der hat hier die Lampe in der Hand und das geht euch beiden so. Ihr beide müsst euren Weg zueinander finden. Du mit Mut und authentisch sein und dein Gegenüber seine Birne in den Griff zu kriegen, ja? Das Unbändige in ihm, dieses Hin- und Hergerissene. Die zwei der Pentakel, du kommst in den Ausgleich. Du siehst, die Bändel sind hier, sie schwingen auf gleicher Höhe. Das ist der Ausgleich, die Ruhe, auf die du kommst. Vielleicht mit der Unterstützung von guten Freunden, weil die drei der Kelche ist so, ja, das Zusammengehören, etwas miteinander machen, zueinander stehen. Und ihr seht, die schwingen hier so die Bänder um den Baum. Das ist auch das Zeichen von Verbundenheit. Vielleicht wirst du etwas kühl. Wenn du die Veränderung einläutest, ziehst du dich ja erstmal zurück und findest deinen Weg. Dazu brauchst du möglicherweise ein bisschen Kühle. Das kann der Krebs. Wenn der Krebs verletzt ist, zieht er sich in seine Schale zurück. Füße rein, Augen rein, alles rein. Keiner kommt an ihn ran. Das ist der Eremit. Du brauchst das vielleicht gerade, um die Kraft zu finden, den Mut zu finden. Die Königin der Schwerter hat wie der König der Schwerter dann den Plan in der Tasche. Denn aus dem Rückzug oder im Rückzug kommt die Weisheit, wie du weitermachen möchtest. Der Hierophant ist weise, der hat etwas für sich und für die anderen erkannt. Da ist ein Licht aufgegangen, da ist, wie das Gericht sagt, diese Befreiung gekommen, die Befreiung endlich zu erkennen, was für einen richtig ist. Und jetzt schaut mal daher. Mit den fünf der Kelche, da soll es hingehen. Da ist das Tor. Das Tor ist auf den Schlüssel gefallen. Du weißt dann,
Da geht's nach oben. Du hast den Schlüssel, dieses Tor zu öffnen und das zu erreichen, was du möchtest. Mit Mut, Arbeit, dem richtigen Feingefühl, dem richtigen Schliff erreichst du dein Ziel. Wir schauen mal mit den kleinen Herzen, was die dazu zu sagen haben. Auf ewig respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Auf ewig. Da ist aber die Arbeit dabei. Und allein die Zeit wird es zeigen. Ja, ist ja das, was ich gesagt habe. Du hast ja noch ein Stückchen vor dir, aber da kommt der Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ja, ich sag's nicht nochmal, sonst wiederhole ich mich echt wie eine tibetanische Gebetsmühle. Welche Göttin des Lichts mit welcher Offenbarung ist bei euch? Was möchte die euch mit auf den Weg geben? Und das ist Danu. Ich fühle und akzeptiere meine Emotion. Ja, fühl die Emotion des Angepasstseins. Fühl die Emotion, dass du was verändern möchtest. Akzeptier das Gefühl. Unterdrück es auf keinen Fall. Irgendwann explodiert das Gefühl und du. Und dann handle daraus. Welcher Drachenreiter ist bei dir? Welcher Drachenreiter hat welche Botschaft für dich? Dankeschön. Eriu und Lotus, vertraue deinem Urteilsvermögen, glaube an dich und an deine Wahrheit. Deine Wahrheit, meine Süße, deine. So, die Botschaft für dich vom Universum, was zwei. Ich bin der Träumer meines Traums und Freude ist die wahre Schöpferin. Ja, das Köpfchen heben, ne? Nicht mehr auf den Boden starren, das Köpfchen heben und mutig auf euer Ziel zulaufen. Ihr schafft es, ich weiß das. Welcher Engel begleitet euch auf diesem Weg? Der Engel der Wunder. Freue dich auf positive Überraschungen. Ein Wunder kann über Nacht geschehen. Und ich finde, das ist eine wunderschöne letzte Botschaft. Glaube an Wunder. Geh deinen Traum an. Du schaffst das, ich weiß es. Ich hoffe, du spürst jetzt die Energie schon in dir brodeln. Lächelst, weil du dein Ziel anschaust, weil du mutig wirst, weil du dran arbeitest, voran schreitest und vielleicht zusammen mit deinem Gegenüber, ja, an euch arbeitet, eurer Liebe dem letzten Schliff gibt, damit ihr wirklich gemeinsam strahlen könnt. Wenn ihr noch so ein bisschen, ja, hier festhängt und ein persönliches Reading wünscht, dürft ihr gerne unten in die Infobox klicken. Dort ist meine WhatsApp-Nummer oder im Abspann. Da könnt ihr sie auch notieren. Schreibt mich an, wir telefonieren und besprechen alles Weitere. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Kraft, ganz viel Licht, ganz viel Liebe für diesen Weg in den kommenden 7 Tagen. Und freue mich darauf, euch hier bald wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr unserer Community beitreten möchtet, zu unserer Gruppe auf unserem Weg, dann dürft ihr gerne ganz kostenlos das Abo-Glöckchen drücken. Ich freue mich natürlich für jedes Daumen hoch, für jedes Emoji, für jeden eurer wundervollen Kommentare. Die machen mich wirklich sehr, sehr glücklich. Da gebt ihr mir so viel zurück. Ich drücke und knuddel euch. Und freue mich auf euch. Bis dann, bleibe und bin ich eure Aurora.
Tschüss und Servus.